Knapp ein Jahr nach dem islamistischen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz wird zunehmend Kritik an Bundeskanzlerin Angela Merkel laut. Sowohl die Angehörigen der Opfer wie auch der Opferbeauftragte Kurt Beck erheben den Vorwurf, die Bundesregierung und das Land Berlin hätten mit Empathie und finanziellen Hilfen gegeizt. Beck hatte vergangene Woche seinen Abschlussbericht vorgelegt. Darin untermauerte er die Kritik von Angehörigen der Opfer an Merkel, die ihr jüngst in einem offenen Brief mangelnde Unterstützung vorgeworfen hatten. Eine Meinung, die auch manche Besucher auf dem Weihnachtsmarkt teilen. Sie hat ja irgendwo die Verantwortung mit meiner Meinung nach, was hier, das hätte verhindert werden können. Und dass sie jetzt einmal vor den Jahrestag hier blicken lässt und einfach mal guckt, das ist zu wenig meiner Meinung nach. Ja. Nach dem Anschlag vom 19. Dezember vorigen Jahres besuchte der damalige Bundespräsident Joachim Gauck die Betroffenen, nicht aber Merkel. Die Bundeskanzlerin will sich am Montag vor der Gedenkfeier mit den Angehörigen treffen.